Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer Folge Agitörde. Und heute wäre eigentlich Pagnesia dran gewesen, weil ich es heute nur schaffe, eine Folge aufzunehmen. Aber ihr habt unter der letzten Folge Törde so heftig abgerissen. Ihr habt so viele Likes da gelassen, so viele Kommentare, so viele nette, coole Sachen geschrieben, dass ich dachte, Leute, heute kommt eine zweite Folge Törde. Und wir reißen hier hoffentlich auch richtig ab. Ihr habt fast 200 Likes geknackt, richtig, richtig krass. Habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Und ich würde mich sehr drüber freuen, wenn ihr so weitermacht und weiter so liked. So. Jetzt muss ich erstmal einiges erklären hier. Erstens habe ich hier oben jetzt eine Base und das hat auch einen Grund. Nämlich bin ich nochmal auf den Server gegangen, wollte noch ein bisschen weiter an der Base bauen, komme auf den Server und ich habe einfach gar nichts. Ich dachte so, wie, ich habe nichts. Ich habe doch was gebaut, ich habe doch da Foundations gebaut, ich hatte doch den Alu und alles war weg. Und ich war sehr deprimiert. Und da dachte ich mir so, okay, kein Ding, dann spawnst du dir halt zur nächsten Folge in Alu ein mit demselben Level und dann passt das ja schon. Und dann baust du dir da unten wieder was hin. Und da habe ich mir da unten wieder was hingebaut und ein paar Tore drum gemacht. Und auf einmal kam Alpha Giga und hat einfach alles aufgefressen. Der hat einfach alles da unten aufgefressen. Von daher habe ich mich entschieden, umzuziehen nach hier ganz oben. Und hier oben bin ich hoffentlich sicher. Und ich habe mir einen neuen Alu eingespawnt. Nur, dass ihr das wisst, warum der ein unterschiedliches Level hat als der vorher. Der war aber auch 580, ist aber jetzt 870. Und mit dem werden wir heute auf jeden Fall ein bisschen unterwegs gehen. Da fragt ihr euch wahrscheinlich noch, was ich für eine Rüstung anhabe. Das ist aber eine ganz normale Flag-Rüstung. Ich habe nur diesen Manticore-Skin drauf gemacht. Ich habe hier hinten nämlich noch so eine schöne Skinbox stehen. Und hier kann man sich alle möglichen Skins drin craften, und habe ich halt diese Manticore-Skins drin gecraftet. Also das ist ganz normales Flag, aber ich habe das geupgradet und ich habe die beiden Sachen geupgradet und ich habe mir ein super Spyglass gemacht. Also wir sind halbwegs vorbereitet heute für die Folge, dass wir heute ein bisschen was reißen können, hoffentlich, und ein bisschen was mit unserem Alu schaffen. Irgendwie was Cooles betäuben wäre mega nice. Wir haben auch Death Recovery, also falls wir sterben sollten, was nicht so unwahrscheinlich ist, können wir uns alles wiederholen. So. Wir packen mal den Alu-Sattel hier rein und hoffentlich können wir den noch ein bisschen upgraden. Das wäre mega sick. Leder und Faser. Leder habe ich tatsächlich richtig wenig. Das ist mir schon aufgefallen, als ich hier das alles wieder aufgebaut habe. 500 und Fasern. Hä? Habe ich keine Fasern mehr? Ach komm schon. Ich dachte, ich wäre vorbereitet. Habe ich echt keine Fasern? Als ob ich keine Fasern habe. Nirgendwo? Fasern. Ich habe echt keine Fasern, ich bin arm, okay. Das ist sehr schade. 140, also die haben wir ja easy peasy. Dann reiten wir mal einmal schnell mit unserem Alu runter. Und ich hab da. Oh, da ist kein Seil drauf, da können wir auch nicht da drauf reiten. Das macht Sinn, okay. Dann können wir mal gucken, dass wir heute vielleicht irgendwas Cooles sehen. Was ich doch auch noch nicht erzählt habe, ist, ich habe noch einen neuen Mod hinzugefügt. Der heißt Parados. Der ist jetzt im Steam Workshop erst neu dazugekommen. Der ist von derselben Modmacherin, die auch Gondwana gemacht hat. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Gondwana war auch so ein Overhaul-Mod. Und die hat auf jeden Fall jetzt eine neue Mod gemacht und die heißt halt Parados. Und die sah mega cool aus, als ich die im Workshop gesehen habe. Und ich dachte so, warum nicht einfach dazu hauen? Komm, wir gönnen uns einfach. Wir hauen hier alle möglichen Dinosorten zusammen. Und ich glaube, vom Schaden her sollte das halbwegs zusammenpassen. Das wäre auf jeden Fall sehr sick. Ich hätte mir auch eine Sichel machen können. Ne? Das wäre mega klug gewesen, aber. Ja, ihr kennt mich. Ah, das ist mega cool, dass ich mit dieser Brücke da so hoch reiten kann. Das gefällt mir richtig gut. Ich habe da auch nichts abgerissen, weil das einfach. Der Giga hat so das meiste schon abgerissen. Oh, ich war so traurig, ne? Ihr glaubt das gar nicht. Ich hatte gerade wieder alles stehen und dachte so, jetzt baust du noch den Alu ein und du bist fertig. Und dann wurde ich einfach aufgefressen. So, ja, Sattel. Oh nein, ich muss den Sattel auch runternehmen. Ich bin gerade so verplant. Ich kann nicht reden und nichts gleichzeitig machen. Aber ich muss auch zugeben, ich bin gerade erst aufgestanden. Okay, seid nicht zu hart zu mir. Da und Fasern rein und da. Einmal upgraden, zweimal upgraden. Mehr kann ich nicht machen, weil ich kein Leder mehr habe. Aber das ist schon gut. 85 Rüstung, damit können wir was machen, nicht wahr, Alu? Das ist auf jeden Fall besser als 25. So. Und jetzt zerstören wir hoffentlich mit dir die Welt. Das wäre ganz gut, wenn wir den ein bisschen leveln würden. Weil der wahrscheinlich nicht so ganz viel macht. So. Welches Level bist du? Kompi Level 600 oder was? Da hinten ist schon was von Parados. Sind die wohl aggressiv? Ich habe keine Ahnung. Oh, hier sind richtig viele Sachen von Parados. Kann es sein, dass das da auch war? Legendary Petadon. Was ist das zum Teufel? Okay. Flaming Featherlight. Das sieht so sick aus. Oh mein Gott, das sieht so sick aus. Muss er die wohl betäuben oder so zähmen? Die Frage ist, wie zählt man die überhaupt?
Hallo, ich werde dich nicht opfern, okay? Wir haben gerade uns wieder neu kennengelernt. Du bleibst jetzt hier, okay? Den werden wir übrigens noch umbenennen in Beschützerlord, weil wir hatten schon mal einen Beschützerlord bei Pagnesia. Und das war unser erster Hallo, den wir da gezähmt haben. Junge, der sieht so mies aus. Passive Tail? Kein Passive Tail. Ah, okay. Jo, er sieht ja cool aus, okay. Warte, wie viel Topo? 52.000. Ich habe keine Ahnung, wie viel unser Alu macht. Sonst würde ich mich da glatt mal rantrauen. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich glaube, das ist überhaupt keine gute Idee. Aber hier passiert auch schon ganz komische Dinge. Obwohl, nee, das macht die Divine. Okay. Dreadful Raptor. Oh mein Gott, hier sind so viele gemeine, böse Sachen. Ich hau einfach mit rein. Vielleicht krieg ich einen Kill und dann läuft das hoffentlich. Da. Dich war ich auch noch kaputt, Junge. Das ist keine Chance. Nicht gegen mein Alo. Nicht gegen Beschützerlord. Ja, renn, renn, renn. Okay, easy, easy, easy. Okay, das war gut. Ah, sehr schön. Level Counter brauchen wir auf jeden Fall. Hier ist er leider nicht dabei. Nicht so wie bei Pagnesia. Das wäre ein Träumchen. Aber das macht auch nichts. Wir wissen uns auf jeden Fall zu helfen. Nice. Das ist echt nice. So. Wer will? Du? Ja, easy. Ausgenockt und tot oder was weiß ich. Tatsächlich könnten wir so einen Petador gebrauchen, glaube ich fast. Oder? Egal, wir machen jetzt einfach kaputt. Welches Level war der? 220. Okay, alles im Griff, okay. Ich dachte kurz, es wäre ein guter gewesen. Ich habe jetzt nicht drauf geguckt, wie viel wir ausnocken. Können wir vielleicht beim Bot da mal testen. Ich glaube, Movement Speed pro Level habe ich hochgestellt auf dem Server. Ja, perfekt. Weil ich hasse es, wenn die so wenig Movement Speed bekommen. So, schon besser. Das war jetzt ein Biss. Und er ist down. 28.000 Toma mit einem Biss? Okay. Das war jetzt zwei. Ja, Alter, der Alu ist richtig OP. Wir können uns sogar so Divine-Dino zählen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich finde so ein Feverlight richtig sick, aber ich glaube, der ist fast zu stark, oder? Ist der zu sch. Ich habe keine Ahnung, Mann, ich kann das nicht einschätzen. Oh, wir laufen erstmal weiter. Komm. Der ist auch noch richtig hohes Level. Wäre es jetzt erstmal so ein kleiner zum Testen, wäre halt. Ah. Ich bin unentschlossen. Der sieht halt so cool aus, ne? Wir gucken einfach mal, was hier hinten auf uns wartet. Hier ist noch einer. Ich glaube, 580. Ach komm. Mama, ich will so ein Feverlight. Ich hole mir auch so ein Feverlight jetzt. Hier. Oh nein, das ist nicht klug, dass ich Lebenskille, weil ich hab nichts zum Heilen. Ah, schade. Ich könnte. Habe ich seltene Pilze? Ich glaube nicht. Nein, ich bin echt richtig arm. Meint ihr, wir schaffen das? Ich habe keine Ahnung. Ich mache Gamma 3. Ist gerade ein bisschen dunkel. Also 200.000 Dopa schaffen wir, ich weiß halt nicht, ob der uns verprügelt. Der flieht sogar? Warum kämpfst du nicht? Warum kämpfst du nicht? Ich komme so nicht an dich ran. Oh nein, hör auf zu fliehen. Nein, das ist gar nicht gut. Was greift mich da an? Ey, warum? Was habe ich dir denn getan? Was bist du überhaupt? Und warum hast du so viel Schaden? Okay. Ich werde gequält. Okay. Oh, nein, ich will nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall Dino-Aid machen. Okay, den haben wir easy verprügelt. Aber ich will das Feverlight jetzt. Oh, was geht da hinten ab? Das ist auch nicht so gut. Ich habe das Gefühl, wir werden es nie wiederfinden. Und ich glaube. Gefühl. Wo kommen denn die ganzen Fledermäuse her? Oh, macht hier so viel Schaden. Okay. Wir haben alles im Griff. Wir brauchen nur irgendwie Dino-Aid oder sowas. Aber hier gibt es, glaube ich, auch Heal Potion. So, dafür brauchen wir nur seltene Blumen oder so. Das sollten wir eigentlich wohl hinbekommen. Vielleicht haben wir uns vorher einen Trike zähmen für sowas. Aua, Fallschaden auf Doom! Das war nur eine kleine Klippe. Warum bist du so spiel? Äh.
Ich überlege gerade, nehmen wir uns den Pfefferleiter vorne? Wir nehmen uns den Pfefferleiter vorne. Wenn wir den kriegen, wenn wir den kriegen, dann nehmen wir uns den. Und wenn wir den nicht kriegen sollten, dann mache ich kurz einen Cut und mache Dino 8 und dann können wir weiter auf die Suche gehen. Aber das Pfefferleiter sieht einfach zu sick aus. Wir müssen da ein bisschen drauf rumprügeln. YOLO, ey. Bleib hier. Bitte. Ich komme da nicht ran. Kann ich springen? Nein, ich kann nicht springen. Warum ist der denn so hoch? Okay. Das alte Pfefferleit wäre mal wieder nach unten gekommen. Bitte? Ich habe bitte gesagt. Da fliegt da hinten irgendwo gegen. Wir schaffen das, oder? Wie viel hat der? Junge, der ist fast down. Ein Biss noch oder so. Komm schon. Ich weiß noch nicht, was du isst. Das ist der nächste gefährliche Part. Oh Mann. Ich lock den irgendwo zu einem Berg, okay? Oh nein, der kommt runter. Nein, der kommt nicht runter. Ja, Richtung Berg, genau. Nicht höher gehen. Nein, nicht höher gehen. Warum bist du so? Okay. Ja, flieg dagegen. Flieg dagegen. Bleib da. Ich komme hoch. Ja, yeah, hallo, lauf schneller. Wir haben eine. Oh Gott, kommen wir da überhaupt hoch? Kommen wir hoch? Ja, oh. Komm schon. Nein! Oh, ich dachte mir. Oh Gott, ich bin fast tot. Okay, wir müssen uns was einfallen lassen. Leute, ich würde sagen, ich mach kurz einen Cut. Mach irgendwie Dino 8 oder dieser Heal Potion oder was weiß ich was. Heile unseren Alo und dann schaffe ich es hoffentlich die letzten Bissen auf den. Oder. Oh, hör auf, so weit wegzufliegen. Okay, wir kommen gleich wieder. Leute, wir sind wieder zurück und wir haben unseren Alo geheilt und wir haben ihn endlich down und der ist so halb im Wasser und ich hoffe, der geht nicht. Okay, der wird wahrscheinlich keinen Sauerstoff verlieren, der liegt ja doch so halb an. Der verliert Sauerstoff? Wie das denn? Nein, warum? Was isst du? Du isst Fleisch. Warum isst du Fleisch? Du bist ein Pfefferleit. Wie viel zähmst du? Du zähmst easy. Okay, ich habe noch 2 Taming Potions dazu gemacht, 4 Taming Potions dazu gemacht. Von daher sollte der mega schnell zähmen und uns nicht ertrinken. Oh mein Gott. Okay, easy peasy, Leute. Easy peasy. Nice! Oh! Okay, flieg nicht weg. Bleib bei mir. Du bist mein neues Schätzchen. Du hast übel viel Ladung, fällt mir also auf. Oh mein Gott, ich muss unbedingt wissen, ob das 4 OP ist. Weil ich habe überhaupt keinen Plan bei diesen Parados-Dinos, ob die stark sind, ob die sich überhaupt lohnen oder ob die halt richtig, richtig OP sind. Aber wir werden es gleich herausfinden. Da ist einfach noch einer gespawnt. Jetzt hat man nicht auch so hohes Level. Ah, Level 1 ist der bestimmt nicht. Level 80, okay. Hier, da. Gibt's eine, Dillo. Ich kann mich nämlich jetzt wehren. Ich habe einen Alo und einen miesen Pfefferleit, der mega langsam ist. So, ich hoffe, der kommt mir so hinterher. Und vorhin, ich habe mich gar nicht mehr getraut, hier oben hinzurennen mit meinem Alo, weil ich dachte, wenn ich da nochmal runterfalle, der ist ja sofort tot, Alter. Das wäre so traurig gewesen. So. Kommst du mit nach hier oben? Junge, du bist zu langsam. Nee, du hängst da fest. Egal. Dann komme ich wieder zu dir. Miau. Das war zu Spaß, hier runter zu rennen. So, Pfefferleit. Mein neues Schätzchen. Obwohl, ich weiß noch nicht, ob du mein Schätzchen bist, weil wenn du jetzt mega schlecht bist, dann bist du nicht mein Schätzchen, okay? Du bist aber so schön. Aufheben? Wie aufheben? Der auf der Schulter, oder was? Als ob. Ich dachte, man könnte den reiten. Kann man den vielleicht trotzdem reiten? Kann man. Nein, nicht kämpfen. Okay. Da zeig mir, wie viel Schaden du machst. Du hast gar keinen Schaden an denen. Ah, okay. Lassen wir das. Warte. Bleib mal stehen irgendwie. Kann man dich auch reiten? Du bist so riesig, als ob man dich nur auf der Schulter haben kann. Man kann dich auch reiten. Easy. Easy peasy. Okay, jetzt muss ich noch was treffen. Okay, dich treffe ich anscheinend nicht. Dann hau ich halt die Schildkröte. 9000 Startschaden. Das ist gut. Das ist echt gut. Aber der ist so langsam. Ich bin. Aber der kann nicht sprinten. Ich drücke die ganze Zeit auf Sprinten, aber der kann nicht sprinten. Aber sonst geht das richtig klar. Oh mein Gott. Ich gucke irgendwie in den. Kann ich die noch irgendwie abbauen oder sowas? Diese Kompis, ne? Die machen mich nervös. Geht weg. Lass mich doch alle in Ruhe. Okay, ihr wollt mich nicht in Ruhe lassen. Oh mein Gott, dieser Pfefferleit ist echt ein bisschen. Geht so. Oh mein Gott, er kriegt übel viel Rufus wieder zu. Okay, das ist gut. Ah, so kann man da schon halbwegs was mit anfangen. Ich meine, wir haben was zu fliegen. Das ist schon mal gut. Und der macht richtig Schaden. Das ist auch gut. Das sind zwei sehr gute Sachen sogar.
Ich glaube, wir brauchen noch mehr Movement Speed. Ich hoffe, die führt nicht irgendwann ein, dass man mit denen sprinten kann, weil sonst ist der hier viel zu schnell. Aber das geht schon voll klar. Hallo Legendary Peter Nodan, wo ich nicht weiß, was du machst. Alter, der ist aber echt nice, Mann. Ich freue mich gerade richtig, dass das geklappt hat. Ich hätte nicht gedacht, dass es klappt. Was geht hier denn so ab? Hey Giga. So einer hat mich mal aufgefressen. Und da ist noch so ein Feverlight, Alter. Spawn davon so viele? Ich dachte, ich wäre voll außergewöhnlich, dass ich so ein Ding habe. Was bist du für ein Ding? Heavenly Griffin. Ach du Scheiße, Mann. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Oder das da. Guardian Direwolf. Ach du Scheiße, Mann. Wir werden doch so viel entdecken. Das wird so krass. So. Damage. Ich glaube, der wird aber vom Schaden her echt ganz schön krass. Hier. Obwohl, nee, wieder nicht, hä? Warum kriegt er so wenig Schaden dazu? Der hat doch gerade 7000 schon gemacht, oder nicht? Jetzt macht er 8000? Ne, 12000, okay, die hat einen Mate Boost, okay, das macht Sinn. Oh mein Gott, hier sind so viele coole Sachen, ich wollte mich schon die ganze Zeit mal umgucken. Ist das ein Tox? Ne, ist normal, okay. Ah, ne, wir haben ja auch gar nicht Prime 4 mit drauf, ich bin schon ganz verwirrt. Oh mein Gott, das ist so nice. Hat er noch irgendeinen Angriff? Hä? Ist Rechtsklick bei den Sprinten? Hä? Das schlägt er voll schnell mit seinen Federn. Aber er macht da nichts. Hat er einen C-Angriff? Auch nicht. Okay. Was bist du? Bist du irgendwas Besonderes? Du siehst irgendwie so besonders aus. Weil wir sind hier nicht bei Pagnesia, also hier hat nicht alles so eine merkwürdige Farbe. Divine Diplodocus. Okay. Ah, der baut Stroh ab. Brauche ich zwar nicht, aber können wir uns mit so einem Alpha Kano anlegen? 200.000 Leben. Wie viel Leben hat unserer? Wir können noch ein bisschen Schaden skillen. Und dann gönnen wir uns. Aua, der macht uns auch Aua. Aber wem auch, aber richtig hier! Kriegst du mal ein Feverlight und du brennst sogar. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass sie brennen. Hier. Oh mein Gott, irgendwie mit dem zu treffen ist halt so schwer, ihr glaubt es nicht. Aber wir machen das, glaube ich, hoffe ich. Ich setze mich mal hin, geht das dann besser? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben ihn. Okay. Oh nein, nicht schon wieder. Warum hassen mich diese. Oh Gott, den werde ich nie treffen. Wir fliehen, wir fliehen. Oh, was bist du? Was bist du? Du bist ein pinker Giga. Ich glaube, der ist von. Wicked Giga? Ich glaube, der ist vom Parados und ich glaube, die Pinken sind da die betäubenden Dinos. Ah, du bist ja voll der kleine Giga. Du kannst mich hier oben hitten? Was bist du denn für ein Cheater? Ah, der hat mich nicht betäubt. Ah. Interessant. Was bist du? Normales Feverlight. Aber du bist ein ganz schön großes Feverlight. Ah. Okay. Ich verstehe gerade gar nichts mehr, aber es ist okay. Es muss auch mal neue Sachen geben, die ich nicht kenne. Und ich denke, wir werden uns da noch reinfuchsen. Aber das ist gerade so übertrieben krass alles. Junge, da oben ist auch irgendeine Wyvern, so eine komische. Oh, die hat irgendwie Herzen gespuckt oder so. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Aber ich will auf jeden Fall nicht mehr Feverlight verlieren. Wir sollten auch nicht zu weit reisen. Vielleicht nicht unbedingt in das Gebiet. Weil da geht, glaube ich, Disco, Disco, Party, Party. Oder fliegen wir da doch hin? Da wirst du noch ein bisschen mehr Movement Speed haben. 700? Können wir damit vor den meisten Sachen wegfliegen? Sieht das schnell aus? Ich glaube, das sieht nur so schnell aus, weil er so schnell mit den Flügeln fliegt, aber ich glaube, ich fliege gar nicht mal so schnell. Irgendwelche roten, bösen Drachen. Oh, was war das, Mann? Da war irgendein durchsichtiger Drache, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir machen da ein bisschen Bogen drum. Ich bin gerade richtig gehypt, Mann. Oh mein Gott, da kommen noch so coole Sachen auf uns zu. Ja, okay, hier diese roten Drachen, da sind ganz schön viele von. Wie heißen die? Und was haben die so an? Kommt der auf uns zu? Ne, Dreadful Wyvern, der 205.000 Leben. Das geht noch, also die könnten wir schon besiegen zur Not, denke ich. Oh Gott, Alter. Was hier für komische Sachen auf einmal rumfliegen. Diese Parados-Mod hat echt coole Sachen dazu gepackt. Vor allem dieses Feverlight sieht auch so sick aus.
Wollen wir mal durch die Weimar-Schlucht? Oder bringt uns das um? Das könnte uns umbringen. Hier ist gar nichts los. Hallo? Oh, das ist eine Feuerwehr nur. Das kommt wahrscheinlich, weil ich Dino-Wipe gemacht habe, deshalb ist hier noch nichts los. Pinke, komische Drachen. Oh Gott. Wenn man einfach nichts kennt, hat man irgendwie vor allem Angst, das ist so schlimm. Aber das ist auch echt cool. Ich freu mich richtig, Mann. Ich will mich mit so einer Wyvern anlegen. Wyvern gegen Fairmerlight, das klingt doch nach einem fairen Kampf. Hier, du bist Level 100, perfekt. Komm her, gib mir deine komischen Seelen. Weil ich glaube, wir brauchen diese Seelen von diesen, von Dreadful und so. Aua, aua, aua. Weil man damit auch Sachen von Gaia craftet. Oh, da kommt dieser Drache her, ja, das gefällt mir gar nicht. Der ist auch gar nicht laut. Der... Beißt er mich? Was beißt er? Was ist das für... Was passiert hier? Was soll das für Agitavis? Wo kommt die Agitavis her? Und wie viele von diesen Wyverns spawnen hier bitte? Oh mein Gott, wir fliegen einfach mitten durch. Oh, hast du es nicht gesehen? Oh, wir haben richtig viel Schaden bekommen. Okay, wir fliehen jetzt. Wir machen jetzt einen Rückzug zur Base, würde ich sagen. Und dann treffen wir uns da gleich nochmal. Alter, das ist noch irgendwie ein anderes Serverlight, oder? Was ist das? Elemental Rise? Ich habe keine. Oh, die Drachen kommen, die Drachen kommen. Okay, ja, wir treffen uns gleich wieder bei der Base. Leute, wir sind dann tatsächlich doch noch heil wieder bei der Base angekommen. Ich habe noch irgendwie so einen ganz komischen Drachen gesehen, den hätte ich euch noch ganz gerne gezeigt. Aber das können wir auch noch ein anderes Mal machen. Ich würde sagen, wir haben ein cooles Fairmerlight gefunden. Wir haben ein paar coole neue Sachen gesehen. Das hat sich sehr gelohnt heute. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung da lasst. Das wäre sehr lieb von euch. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche allen noch einen ganz, ganz schönen Tag. Und tschüss!